Ja. Okay, Schüsse. In welchem Arrondissement? Im 10. Die Straße, welche Straße? Louis spricht gerade mit der PP. Du bleibst im Präsidium und holst alle zusammen. Wie viele Kommandos ist unklar. Wir haben ein Team am Stade de France und eines im Zentrum. Schüsse auf der Rue Bichat beim Le Carillon. Severin, du und dein Team, ihr fahrt zum Stade de France. Terroristen sind in Bataclan eingedrungen, mitten im Konzert. Wir sind auf so etwas vorbereitet. Aber wem die emotionale Belastung zu groß ist, darf gerne zur Seite treten. Persönliche Gefühle können wir hier jetzt nicht gebrauchen. Den letzten Informationen zufolge sind in Paris 2 Terroristen auf der Flucht. Ich will, dass wer auch immer sich in den letzten 24 Stunden merkwürdig benommen hat, verhaftet wird. Bleib stehen! Lass mich los! Was haben Sie am 13. November gemacht? Alles, was ich weiß, ist, dass dieser jemand, der euch bestraft, er wird euch weiter strafen. Es gab einen Anruf wegen einer Waffenlieferung, aber ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Alles hängt zusammen. Dein Name? Niemand kennt ihn. Wir haben nichts über ihn. Woher haben Sie überhaupt die Adresse? Ich habe ihn verfolgt. Sie haben jegliche Verfahrensregeln ignoriert. Reiß dich zusammen und benutze deinen Kopf. Ich brauche dich hier. Wie kann es sein, dass wir nach 3 Tagen immer noch nicht weiter sind?